Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich, eure Biggie. Ja, und ich muss mich erstmal bei der lieben Annika entschuldigen. Mich hat schon vor ein paar Tagen ihr Ü-Paket erreicht, aber ich war so im Stress und so in der Hektik, dass ich es leider bisher noch nicht geschafft habe, es abzudrehen. Heute ist jetzt der 24. Dezember. Und es ist Heiligabend und bevor wir jetzt in der Familie auch, oder mein Hase und ich sind heute alleine, die Kinder kommen die Tage, bevor wir jetzt für uns selbst Bescherung feiern, wollte ich wenigstens meine Ü-Pakete, die ich bekommen habe, noch abdrehen. Das von Annika geht heute online. Ich habe noch eins von der lieben Nadine bekommen, das geht morgen und übermorgen geht dann das von der lieben Birgit von Bivos Deko-Welt online. Die haben mir alle drei ein Ü-Paket geschickt und die drehe ich jetzt alle hintereinander ab, aber ich verteile sie euch auf die Weihnachtstage. Ich finde, dann habt ihr auch noch was davon zu sehen, was ich denn eventuell geschenkt bekommen habe. Und anfangen möchte ich auch mit der lieben Annika, weil Annikas Paket mich auch als erstes erreicht hat. Ich muss sagen, ich habe es ausgepackt, weil ich den Karton leider brauchte. Aber ich denke, das ist nicht so. Ich habe so einen kleinen noch gesucht, als ich was oder weil ich selber noch was verschicken wollte. Und von daher war der jetzt für mich perfekt. Ich habe es aber auf Seite gelegt. Es war alles in einem Karton mit dieser schönen Serviette eingepackt. Und auch das Leckerchen. Das war eine Lindt 60 Kakaokugel. Die war super lecker, aber als ich den Karton aufgemacht habe, ist die mir sofort entgegengesprungen und hat gesagt, ess mich, ess mich. Und die hat also leider keine 2 Minuten überlebt. Und dann habe ich gedacht so, du hast ja noch kein Video gemacht. Also, aber ich habe das Papierchen verwahrt. Das war also da drin. Dann hat sie mir eine Karte gebastelt und alle wissen ja, ich liebe Rehe und Hirsche und hat man nicht gesehen, aber ich gucke jetzt rein. Ich denke, das kann ich vorlesen. Sie hat geschrieben, liebe Biggie, ich wünsche dir und deinen Lieben wunderschöne Weihnachten. Liebe Grüße, Annika. Ja, liebe Annika, das wünsche ich dir und deinen Lieben natürlich auch. Ich habe schon wieder hier diesen Schatten drin. Also irgendwie nicht optimal. Also wie gesagt, das wünsche ich dir und deinen Lieben natürlich auch. Mein Paket ist ja bei deiner Schwiegermutter angekommen für dich, weil du ja noch zu deiner Schwiegermutter fährst und ich eigentlich nicht das Risiko eingehen wollte, dass es nicht bei dir ankommt, bevor du weg bist. Dann hat sie mir dabei getan Party Popper. Konfetti Shooter. Okay, sei mir nicht böse, aber das ist nicht so meins. Verschenke ich irgendwann mal, wenn du da nichts gegen hast. Nee, also. Die ist ja süß. Guckt mal. Da hat sie mir eine ATC gemacht für Biggie. Mit diesem Hirsch. Und diesem Teller war das aus diesem Block vom Action. Aber total schön. Artist Trading Card Hirschliebe Annika Bützler am 6.12. Serie 1 von 1. Und hier steht noch Made with Love. Total cool. Dankeschön, liebe Annika. Da freue ich mich mega drüber. Ich finde den echt, echt toll. Super. Oh, und hier Rubber Stamps. Hammer. Ich mag ja auch Georges. Ich habe zwar noch nicht so viele, aber... Oh, wie geht das denn auf? Da geht's nicht auf. Hier unten muss das irgendwo aufgehen. Dann nehmen wir mal ein Werkzeug zur Hilfe. Ich habe ja auch dieses Bienenmädchen in groß davon. Das fand ich ja auch schon mega. Das habe ich mir gekauft. Ich habe auch ein paar kleine davon, aber lange nicht alle.
Ich finde die toll, aber irgendwie finde ich auch, benutzt man sie viel zu selten im Gegensatz zu anderen Stempeln. Aber ist kein Problem. Ich freue mich mega über diesen Stempel, weil der hat noch so eine Art Bilderrahmen. Seht ihr das? Und ich bin ihn jetzt auspacken. Möpse. Da ist er. So. Oh, süß, mit Igelchen, ein Wintermädchen halt. Und man kann es in den Rahmen packen. Und da kann man ja dann auch alle anderen reinpacken. Das muss ja jetzt nicht einfach nur für die sein. Finde ich eine mega coole Idee. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Annika. Ist echt ein super, super tolles Geschenk. Da freue ich mich mega drüber. Dann hat sie mir dabei getan, eine Kerze, eine Sternkerze. Die werde ich die Tage einfach auf den Tisch setzen. Und jedes Mal, wenn sie leuchtet, werde ich an dich denken. Ja, und dann hat sie mir ein Winterbärenbad dabei getan. Leider habe ich keine Badewanne. Also werde ich das irgendwann weiter verschenken, da ich nur eine Dusche besitze und keine Badewanne. Aber trotzdem, hört sich lecker an. Meine Tochter hat eine Badewanne. Ich denke, ich werde es meiner Tochter geben. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, und dann hat sie mir noch eingepackt, einen Tee, heiße Liebe, Früchtetee. Oh, ich mag Früchtetee, super. Früchtetee und Pfefferminztee, das sind so die einzigen Tees, die ich mag. Ich mag also keinen schwarzen Tee oder sowas, weiß ich nicht. Ich bin ein Kaffeekind. Und das ist das. Oh, sind die schön. Oh, mega. Wo hast du die denn her? Cool. Das sind so ausgestanzte Sachen, die man für eine Karte verwenden kann. Oh, echt, echt cool. Die sind wirklich mega, mega schön. Dankeschön. Und dieser Kupferfarbton finde ich also auch total cool. Also, es ist nur von der Rückseite weiß, von der anderen Seite ist es jeweils kupferfarben. Und dann ist da noch so ein Seidenpapier zwischen, damit das, glaube ich, nicht ineinander verwurschtelt. Aber schön. Vielen, vielen lieben Dank auch dafür, liebe Annika. Ja, den hätte ich brauchen können, als ich meine ganzen Cookies gebacken habe. Ein Cookie-Stempel. Auch dafür sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Nächstes Jahr habe ich ihn. Und das ist noch auch ein Häschen für den Zuckerhasen, ein Häschen. Oh, ist der niedlich. Oh, ja, und Ostern ist ja auch schon bald. Also von daher vielen, 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 vielen lieben Dank, Annika. Ich wünsche dir und deinen Lieben ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Habt viel Spaß, habt viel Freude, lasst euch reich beschenken. Und wir hören voneinander. Ja, und wem das Video gefällt hat, da würde ich mich echt über einen Kommi und ein Like freuen. Ja, und wer mich noch nicht abonniert hat, kann das natürlich auch gerne tun. Ich wünsche euch was, eure Biggie.